Da gibt es zwei Ebenen. Zum ersten ist Peter Hane, ein genialer Vermittler. Er ist ein wunderbarer Journalist, ist ein Rhetor ersten Grades. Er kann Menschen begeistern. Er hat eine Gestik, die ist wunderbar. Man hört ihm gerne zu. Er ist fesselnd. Das heißt, er ist ein Prediger von ganz großen Gnaden, wie es heute kaum mehr gibt. Insofern war er immer ein glänzender Journalist. Das ist die erste Ebene. Aber es geht ja nicht nur darum, dass man etwas toll sagt, sondern auch, was man toll sagt. Und mir ist bei ihm immer wieder aufgefallen, er ist ein Schmuggler. Er schmuggelt in seinen Reden, in seinen Vorträgen, in seinen Rundfunkbeiträgen, in seinen Fernsehauftritten immer wieder christliche Botschaften. Und christliche Botschaften müssen vermittelt werden, aber sie sollen nicht penetrant sein. Penetranz stößt ab, Penetranz ist peinlich. Und Peter Hane macht es subkutan, es schwingt mit. Das ist aber kein reiner Schmugglertrick, sondern so soll es eigentlich in unserer Gesellschaft sein, dass wir auf einer christlichen Basis stehen und argumentieren. Und deswegen, glaube ich, hat er den Ehrendoktorwürde gerade dieser theologischen Universität verdient.